Der Campingplatz Seise Alm befindet sich in Norditalien in Südtirol, in der Ortschaft Völz am Schlern. Der Campingplatz liegt zwischen den Dörfern Seis und San Konstantin. Der Campingplatz bietet alles, was das Camperherz braucht. Um den Platz befahren zu können, müsst ihr auf die Check-in-Spur vor der rechten Schranke halten und euch in der Rezeption anmelden. Da der Platz sehr beliebt ist, empfehlen wir euch zu reservieren. Nach der Anmeldung erhaltet ihr eine Karte, mit der ihr die Schranke öffnen könnt und den Platz innerhalb der Schrankenzeiten befahren oder verlassen könnt. Insgesamt bietet der Campingplatz verschiedene Stellplatzkategorien, die sich in der Lage, der Größe sowie im Preis unterscheiden. Wenn ihr nur wenige Tage bleiben wollt oder auf der Durchreise seid, könnt ihr sehr gut den Reisemobilstellplatz vor der Schranke nutzen. Der Campingplatz bietet eine wunderschöne Sicht auf die Felswände der Dolomiten und bietet einen guten Ausgangspunkt für Touren im Umkreis, wie zum Beispiel zur Seise Alm, Europas größter Hochalm. Die Stellplätze sind in Terrassen angelegt und je nach Platzkategorie liegen diese am Terrassenrand mit einer freien Sicht auf das Bergpanorama der Dolomiten. Die einzelnen Stellplätze sind nummeriert und durch Pflanzen parzelliert. Je nach Stellplatzkategorie sind die Stellplätze zwischen 60 und 200 Quadratmeter groß. Der Untergrund ist mit Kies befestigt und war sehr eben. Unser Stellplatz verfügte über einen Anschluss für Zu- und Abwasser sowie einen Stromanschluss, der nach Verbrauch abgerechnet wird. In der Stellplatzgebühr enthalten ist die Nutzung der Sanitäranlagen. Im Dolomitenbad findet ihr nach Damen und Herren aufgeteilte Duschen und Toiletten, die jeweils aus Einzelkabinen bestehen. Für die kleinen Gäste gibt es ein extra Kinderbad, wo alles liebevoll auf Kindergröße eingerichtet ist. Wer eigenes Bad bevorzugt, besteht die Möglichkeit, eins der vielen Mietbäder mit 5 oder 7 Quadratmeter für euren Aufenthalt zu mieten. Wenn ihr Wäsche waschen wollt, findet ihr in den Sanitäranlagen einen Raum mit Waschmaschine und Trockner, die ihr gegen Gebühr nutzen könnt. Um Kleidung zu trocknen, gibt es einen großen beheizten Trockenraum.
Um euer Geschirr abzuwaschen, gibt es einen Raum mit ausreichend Waschbecken. Zudem gibt es eine kostenlose Spülmaschine, die euer Geschirr in wenigen Minuten von Schmutz befreit. Hunde sind auf dem Stellplatz willkommen und es gibt sogar eine extra Hundedusche. Eure Kassettentoilette könnt ihr im Sanitärgebäude, am Camperclean oder außerhalb des Platzes an der Fähr- und Entsorgungsstation entsorgen. Dort könnt ihr über einen Bodeneinlass auch euer Grauwasser ablassen oder Frischwasser auffüllen. Die Station ist gut ausgebaut und bietet 2 Plätze. Zudem findet ihr dort auch einen Hochdruckreiniger, um euer Fahrzeug abzuspritzen, sowie eine kleine Fahrradwerkstatt, falls ihr euer Bike reparieren müsst. Neben der Rezeption befindet sich ein Restaurant, das während unseres Aufenthalts im April noch geschlossen hatte. Es hat von Mitte Mai bis Ende Oktober geöffnet und bietet eine mediterrane Küche und Gerichte aus der Südtiroler Küche an. Auf der Rückseite der Rezeption befindet sich der Minimarkt, wo ihr neben Brötchen, Getränken und Fleisch auch viele regionale Produkte wie zum Beispiel Wein kaufen könnt. Vor dem Minimarkt befindet sich ein Pizzaautomat, wo ihr in wenigen Minuten eine leckere Steinofenpizza erhaltet. Damit ihr euren Müll entsorgen könnt, findet ihr in einem separaten Raum diverse Müllcontainer. Kinder sind auf dem Campingplatz willkommen. Es gibt einen großen Spielplatz, der während unseres Aufenthalts noch teilweise erneuert wurde. Wer kein eigenes Campingfahrzeug hat, kann auf dem Campingplatz auch Unterkünfte, die Dolomiten-Lodges oder Apartments mieten. Wenn ihr mit keinem Reisefahrzeug anreist, sondern zelten wollt, findet ihr auf der großen Zeltwiese einen Platz. Auf dem Campingplatz gibt es auch einen beheizten Salzwasserpool, der von Mitte April bis Mitte Oktober geöffnet ist. Ebenfalls in der Stellplatzgebühr enthalten ist eine Gästekarte, mit der man die Ferienregion Seiser Alm und Südtirol mit Bus und Bahn erkunden kann. Wir empfehlen euch einen Ausflug zur Seiser Alm, Europas größter Hochalm. Noch ein kleiner Tipp zum Schluss: Achtet bei eurer Buchung darauf, dass die Seilbahn und Hütten geöffnet sind. Wir waren in der Zwischensaison da, wo man zwar gut wandern konnte, aber vieles noch geschlossen war. Wir sind uns sicher, dass der Campingplatz im Sommer, wenn alle Pflanzen blühen, noch viel schöner ist und man noch viel mehr unternehmen kann.